Laut Bundesinnenminister Horst Seehofer konnten deutsche Behörden seit dem Jahr 2000 insgesamt 23 Terroranschläge verhindern. Zugleich forderte Seehofer, den Behörden weitere Ermittlungsmöglichkeiten zu geben, zum Beispiel dem Verfassungsschutz Online-Durchsuchungen zu ermöglichen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hält derzeit rund 2000 Islamisten in Deutschland für besonders gefährlich. Also solche, denen der Nachrichtendienst Terror bis hin zu Anschlägen zutraut.